Ja. Herzlich willkommen zum Sommerinterview mit Mike Moring, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Thüringer Landtag. Ja, unser Sommerinterview mitten in der Natur. Wir sind unterwegs auf dem Ilmtal-Radweg. Das ist so ein traumhaftes Idyll hier, wenn man sich umblickt. Aber es ist auch so ein bisschen in Gefahr und bedroht durch die Bevölkerungsabwanderung. Wir werden immer weniger. Welche Perspektiven haben denn eigentlich solche kleinen Gemeinden wie hier im Hintergrund und die kleinen Städte in Thüringen? Also wir wollen, dass die dörfliche Struktur in Thüringen erhalten bleibt zwischen den großen Städten. Und wir wollen natürlich auch, dass diese Kommunen leistungsfähig sind. Aber wir wollen dabei nicht die Identität und die Traditionen aufgeben. Und das ist unsere Zielvorstellung für Thüringen im ländlichen Raum zwischen den Städten. Aber wir wollen keine Städte, die in weit vorgelagerten dörflichen Speckgürtel sozusagen haben. Das ist nicht unser Ideal, wie wir uns die Gemeindestruktur in Thüringen vorstellen. Nun funktionieren Reformen immer besonders gut, wenn man den Bürger mitnimmt. Die Landgemeinde, das ist so eine Reform. Wie viele haben sich denn da mittlerweile seit der Wahl zusammengeschlossen? Wie viele Kommunen? Also die Landgemeinde ist unser Erfolgsmodell seit 2008, wie wir das in der Thüringer Kommunalordnung festgeschrieben haben. Und wir setzen bei der Entwicklung dieser Gemeindestrukturen auf Freiwilligkeit. Und seit dieser Wahlperiode allein haben sich jetzt schon 170 Gemeinden freiwillig zusammengeschlossen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir insgesamt 59 Gemeinden haben in Thüringen, ist es eine ganze Menge Holz, was da sich entwickelt hat. Und es gibt noch weitere Formbestrebungen, weitere Zusammenschlüsse, die alle auf freiwilliger Basis beruhen, wo sich die Gemeinderäte und die Bürger vor Ort aufmachen. Sie schauen, was ist für uns das beste Modell in der Verwaltungsgemeinschaft, in der Landgemeinde, innerhalb der Einheitsgemeinde oder auch in der erfüllenden Gemeinde. Und die Entwicklung wird weitergehen, weil wir brauchen Mindestgrößen natürlich, damit Verwaltung auch gemacht werden kann. Aber wir wollen solche Mindestgrößen, damit die Identität gerade wie hier in den kleinen dörflichen Strukturen erhalten bleibt. Nun hat die SPD ein anderes Konzept. Die möchte gerne Kreisgebietsreform, also Grenzen verschieben, vergrößern, eigentlich eine neue Karte zeichnen. Was spricht denn eher für so eine Geschichte hier? Also unser Modell zur Gebietsreform ist das der kommunalen Zusammenarbeit. Wir wollen, dass die Gemeinden und die Städte und die Landkreise auf allen Ebenen miteinander arbeiten und Expertenwissen auch gemeinsam nutzen. Das spart tatsächlich Verwaltung und das spart auch Kosten vor Ort ein. Und es gibt unendlich viele Beispiele, wo man kommunale Zusammenarbeit machen kann in Thüringen. Beim Katastrophenschutz fängt das an. Das geht über die Schulverwaltungsämter, das geht über die Wohngeldämter, das geht über die unteren Straßenverkehrsbehörden. Überall sind Schnittstellen da und wir müssen dafür den gesetzlichen Rahmen schaffen. Und wir stellen uns vor, dass man diese Zusammenarbeit, wenn tatsächlich Einsparungen erzielt werden, auch zunächst vom Land unterstützt und dafür für einen gewissen Zeitraum eine finanzielle Förderung zur Verfügung stellt. Wie können denn eigentlich unsere Kommunen die Einnahmesituation für sich selbst verbessern? Also wir wollen, dass in der kommunalen Daseinsvorsorge, sei es beim ÖPNV, beim Abwasser, bei der Energieversorgung, dass da die Kommunen selbst wirtschaftlich tätig werden können. Wir meinen, das ist nach dem jetzigen Recht schon möglich, aber uns sagen die Bürgermeister, dass es vor Ort von den Kommunalaufsichten unterschiedliche Handhabungen gibt. Und ich glaube, da zur Rechtssicherheit beizutragen, damit auch Klarheit ist in ganz Thüringen, was gilt und was gilt nicht, macht Sinn, die gesetzlichen Grundlagen nochmal zu prüfen. Wie kann man im gewissen Rahmen wirtschaftliche Betätigung der Kommunen für die Daseinsvorsorge sichern und konkretisieren? Und das wollen wir uns jetzt für den Herbst dieses Jahr vornehmen. Jetzt waren wir hier eigentlich mitten im Weimarer Land. Wo geht unsere Tour jetzt hin? Jetzt fahren wir den Ilmtaler Radweg weiter und machen den nächsten Halt in Buchfahrt, einer wunderschönen historischen Holzbrücke. Na, dann freuen wir uns drauf. Auf geht's!